1973 mit 6, 7 Jahren nach München als Kind politischer Flüchtlinge. Damals aus der Türkei, also meine Eltern, vor der Militärdiktatur fliehen mussten. Ein paar Jahre später kamen ich und meine Schwester nach München, bin hier aufgewachsen, aber war ab 1989 war ich dann aber bis 2011 mit Unterbrechungen natürlich, wo ich dann immer wieder ein paar Monate hier in München war, aber größtenteils in der Türkei und in Kurdistan politisch wie vor allem, aber auch künstlerisch unterwegs war. Das war natürlich eine Zeit, wo ich sehr viele Erfahrungen sammeln konnte, hautnah eben diese ganze historische Entwicklung auch miterleben konnte. Teils dramatisch, wie gegenwärtig auch. Und im Vorfeld habe ich erfahren, dass eine Mail angekommen ist von einem mit Migrationshintergrund, türkischen Migrationshintergrund, und ich werde ein Terrorist und warum ich den eingeladen werde. Ich möchte zum Ausdruck bringen, ich bin kein PKK-Mitglied und bin auch kein Terrorist. Und, aber aus meiner eigenen Erfahrung raus, die Erfahrung meiner Eltern, die ich ja auch mitmachen konnte, leider, sehe ich halt, dass sich in der Türkei was ändern muss. Und wie schafft man Veränderung herbei? Veränderung kann man nur eben so, wie wir es als Demokratinnen und Demokraten verstehen, mit eben einem demokratischen Widerstand bzw. einer demokratischen Bewegung, einer Friedensbewegung zustande bringen. Und da denke ich aus eigener Erfahrung, und ich habe ja auch von 2008 bis Anfang 2014 war ich Moderator im kurdischen Fernsehen, der seinen Sitz in Brüssel hat, als Moderator einer kulturpolitischen Sendung. Und das waren dann natürlich auch Informationen oder Erfahrungen, die ich da sammeln konnte. Und ich denke, gegenwärtig ist meine Hoffnung und die Hoffnung vieler Millionen anderer Türken, Tscherkesen, Armenier, neben den Kurden, Aleviten, Esiden, Christen etc., die in der Türkei und in Kurdistan leben, eben das Friedens- bzw. Demokratiekonzept von Öcalan. Und wenn wir uns die gegenwärtige Situation ansehen, sehr viel bekommt man ja da über die deutschen Mainstream-Medien nicht, also das muss man auch sagen, zumal der Mainstream hier sich an die Vorgaben der deutschen Außenpolitik hält, das heißt dann auch natürlich die Auswirkungen in der Innenpolitik. Und letztens zum Beispiel habe ich mit einer jungen Journalistin einen Austausch gehabt von der Süddeutschen, und sie meinte, naja, also kurz vor der SIKO-Sicherheitskonferenz meinte sie, wir bekommen Informationen vom türkischen Presseamt, von Anadolu Ajans und sehr spärlich dann natürlich auch von der Opposition. Aber das, was wahrgenommen wird, ist eben das, was offiziell vom türkischen Presseamt eben in die Welt hinausgebracht wird. Und das ist ein riesiges Defizit, wo der Einzelne nicht weiß, was ist da jetzt los. Angefangen von dem, was gegenwärtig im kurdischen Teil der Türkei abläuft, was in Syrien genau abläuft, da bekommt man ja auch immer sehr widersprüchliche Meldungen und Berichte, und auch die Flüchtlingsfrage. Und da denke ich eben an den schmutzigen Deal, anders kann man es nicht bezeichnen, zwischen Merkel und Erdogan. Was wollen die Kurden bzw. die PKK, weil das eine kann man vom anderen nicht trennen, das ist so, das ist Fakt, das ist Realität. Öcalan sitzt seit 17 Jahren in Isolationshaft auf der Gefängnisinsel İmralı und hat den größten Teil dieser Zeit damit verbracht, eben im Sinne einer friedlich-demokratischen Entwicklung, einer friedlich-demokratischen Lösung des kurdischen Problems eben dahingehend etwas zu tun. Und die Gründung der Demokratischen Partei der Völker zum Beispiel vor einigen Jahren
Land war ein Hoffnungsschimmer und das hatte man dann auch bei den Wahlen am 7. Juni letzten Jahres sehen können. Auf Anhieb hat sie vorher eben größtenteils nur von den Kurden gewählt. Vorher hatte sie 6% und konnte nur mit unabhängigen Kandidaten in das Parlament und auf einmal hatte sie dann am 7. Juni letzten Jahres 13%. Also ein über 100%iges Stimmenzuwachs und Millionen Türken, die wirklich eine demokratische Entwicklung, Umgestaltung in der Türkei haben wollten. Ein Friedensprozess, der seit 2013 mit dem Message von Öcalan angefangen hat, beidseitiger Waffenstillstand. Das war der Grund, warum so viele außer den Kurden auch die Demokratische Partei der Völker gewählt haben. Das hat natürlich Erdogan große Angst gemacht. Er hat gesehen, dass 10%-Hürde war kein Problem mehr bei den Wahlen, 13% auf Anhieb. Und in der Gesellschaft sich eben die HDP, so heißt die Abkürzung, sich immer weiterentwickelt hat, besonders in den türkischen Metropolen, aber auch im Schwarzmeergebiet, aber auch an der Westküste und auch in Zentralanatolien. Diese Gefahr musste gestoppt werden und deshalb hat er mit allen Mitteln verhindert, dass eine parlamentarische Arbeit zusammenkommt, beziehungsweise eine Koalition gegründet werden konnte. Er hat sein Ziel vor Augen, er will das Präsidialsystem und der Co-Vorsitzende der HDP, Selahattin Demirtas, hat es vor einigen Monaten treffend auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, er, also Erdogan, will die Diktatur gegen alle, wir wollen die demokratische Selbstverwaltung für alle. Und das heißt, demokratische Selbstverwaltung nicht nur für die Kurden, sondern für die ganze Türkei. Und genau das ist der springende Punkt. Und genau das ist die Basis, wo die politische Auseinandersetzung jetzt stattfindet. Jetzt heißt es, die Immunität, da gibt es jetzt Anträge im Parlament von den HDP-Abgeordnetinnen und Abgeordneten, soll aufgehoben werden, sodass sie als Unterstützer einer Terrororganisation verurteilt werden können, wie in den Anfang der 90er Jahre Leyla Zana und so, das hatten wir ja schon mal alles, und dann vielleicht für mehrere Jahre ins Gefängnis kommen. In 5 Städten im türkischen Teil Kurdistans sind seit über 80 Tagen totaler Ausnahmezustand, Ausgangsverbot, totaler Ausgangsverbot, belagert von türkischer Armee und Polizei. Diese Städte werden permanent bombardiert. Und wenn man sich die Bilder ansieht von diesen Städten, dann gleichen sie in einer erschreckenden Art und Weise denen in Homs oder Damaskus oder auch in Kobani. Bisher wurden über 500 Zivilisten getötet durch diese Angriffe. Besonders dramatisch ist die Entwicklung in der kurdischen Metropole Diyarbakır. 1,5 Millionen Menschen, ich habe jahrelang dort gelebt. Die Altstadt von Diyarbakır wird regelrecht zerbombt. Auch kulturelle alte Moscheen, aber auch Bibliotheken und so weiter, die Jahrhunderte alt sind, wurden dem Erdboden gleichgemacht. Sie standen unter dem Schutz der UNESCO als Weltkulturerbe sozusagen. Und es hieß gestern vom Gouverneur von Diyarbakır, 1,5 Stunden lang Feuerpause, die Zivilisten können raus. Aber genau in dem Augenblick, wo die Zivilisten raus wollten, hat die Armee und Polizei wieder bombardiert. Das bekommt man hier alles natürlich nicht mit. Und dass in Cizre zum Beispiel, einer anderen Stadt, vor einigen Wochen einige hundert Menschen bei lebendigem Leib von Armee und Polizei verbrannt wurden, weil sie sich in den Kellerräumen versteckt hatten und da einfach eben mit Flammenwerfern und so weiter die Menschen verbrannt wurden. Das bekommt man hier auch nicht mit. Das sind Kriegsverbrechen, die Erdogan gegenwärtig begeht. Es sind 1,3 Millionen kurdische Menschen gegenwärtig, flüchten sie aus Kurdistan in Richtung Westen, aber weil eben im Westen sie für sich auch keine Zukunft sehen können,
weil eben ein noch nie dagewesener Rassismus, Chauvinismus seitens der Regierung, seitens von Erdogan geschürt wird innerhalb der türkischen Bevölkerung, werden diese 1,3 Millionen Menschen, die vom Osten in den Westteil des Landes flüchten, keine andere Wahl haben, beziehungsweise der größere Teil, als sich nach Europa zu retten. Das heißt, wir werden zusätzlich noch einige hunderttausend Flüchtlinge mehr hier haben. Und da der Deal zwischen Merkel und Erdogan, Erdogan sollte verhindern, dass mehrere Flüchtlinge kommen oder der Zustrom ganz gestoppt wird von Flüchtlingen in die EU, in die Bundesrepublik, und dafür wollte die Bundesregierung ignorieren, was Erdogan an Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverbrechen etc. begeht. Ich habe erwähnt, dass die Kurden die demokratische Selbstverwaltung wollen, und da würde ich etwas näher darauf eingehen. Ich habe ja als Münchner Stadtrat meinen Eid auf die demokratische Selbstverwaltung geleistet, bevor ich mein Mandat eben übernommen habe. Und diese demokratische Selbstverwaltung beinhaltet ja eben, dass München oder Fürstenfeldbruck oder irgendeine andere Kommune, Gemeinde eben sich selbst verwaltet, sich selbst regiert sozusagen. Und genau diese Idee der demokratischen Selbstverwaltung wollen die Kurden verwirklichen. Das war nicht immer so. Wenn man sich die Geschichte der PKK ansieht, sie wurde gegründet als eine Partei mit einem sozialistischen Programm. Zu einer Zeit, wo der Kalte Krieg seinen Höhepunkt erreicht hatte, war das auch nicht anders möglich, wenn man an Vietnam denkt. Kuba, Che Guevara, Angola, Mosambik und all die nationalen Befreiungsbewegungen haben sich ja eben am sogenannten real existierenden Sozialismus orientiert. Aber nach diesem Zusammenbruch stand die ganze Linke, wenn Sie so wollen, vor der Frage, wie soll es weitergehen? Und da fand natürlich auch mit dem Anstoß von Öcalan eben eine Diskussion statt in der kurdischen Befreiungsbewegung. Die einen haben gesagt, Sozialismus funktioniert eh nicht, wir wollen lieber einen nationaldemokratischen Staat. Also nationale Unabhängigkeit, das reicht uns schon. Die andere Position war, der linke Flügel, der hat gemeint, ja, Sozialismus jetzt erst recht und wir werden es besser machen, die in der Sowjetunion, DDR und so weiter waren einfach zu korrupt, zu doof, sie haben es nicht geschafft, wir können es besser machen, vereintes sozialistisches Kurdistan. Öcalan vertrat die Meinung, was schief gelaufen ist, wieder zu übernehmen, ist idiotisch, wir müssen es anders machen. Und alleine nationale Befreiung reicht auch nicht. Was für ein gesellschaftliches Konzept stellen wir uns denn vor? Also was ist unser Ziel? Was für eine Gesellschaft? Die wir gehabt haben, wo wir gedacht haben, oh, das ist eben Paradies auf Erden und so weiter, Arbeiter, Bauernmacht und so weiter, ging nicht. Warum nicht? Weil eben einfach der Staatsapparat, der zentralistische Staatsapparat, einfach übernommen wurde und die Leute haben sich gewechselt. Aber das Verständnis von einem zentralistischen Staat, der blieb. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass seit dem ersten Staat, den wir kennen in der Geschichte, der sumerische Priesterstaat, diese berühmte Sippura, ganz oben die Götter, dann kommt der Hohepriester mit der Priesterschaft, unten dann Bürokratie, Armee, Polizei und ganz unten Sklaven und das Volk. Und an diesem Prinzip hat sich ja bis gegenwärtig nichts verändert. Ich meine, wir hatten dann auf einmal mit der Französischen Revolution den Nationalstaat, aber das Verständnis blieb dasselbe. An die Stelle von Gott, Gottheiten und so weiter trat der heilige Staat, also der Staat über allem. Der Staat wurde vergöttert. Aber das Prinzip, diese Pyramide, diese Sikura, blieb ja dieselbe. Und die Auseinandersetzung in der demokratischen Entwicklung in Europa, auch hier, wenn wir uns die Geschichte ansehen, unseres Landes hier,
dann sehen wir, dass da immer eine Auseinandersetzung eben zwischen dem zentralistischen Staat in Richtung demokratische Selbstverwaltung, dass sich stattfindet. Demokratische Entwicklung, eine entwickelte Demokratie kann nur demokratische Selbstverwaltung sein. Deshalb kam Öcalan her und meinte, dann müssen wir das so machen, wir müssen den Nationalstaat, den zentralistischen Staat ganz ablehnen. Das bringt zu nichts, das ist eine Falle, wenn wir als Volk unsere nationale Befreiung erlangt haben, dass wir dann hergehen und einen Nationalstaat aufbauen, so wie wir es vom türkischen Staat kennen. Weil dann haben wir denselben Mist nochmal, aber auf Kurdisch. Das heißt dann, dass wir eine eintönige Gesellschaft schaffen, wo wir dann vielleicht anfangen, mit diesem Nationalstaat, kurdischen Nationalstaat, dann auch noch andere ethnische Gruppen dann anfangen zu unterdrücken, vielleicht versuchen zu assimilieren, weil wer weiß, wer dann noch an die Macht kommt und dann auch keine demokratische Entwicklung haben können. Und dann auf einmal womöglich irgendwann Feind der eigenen Bevölkerung werden, so wie wir das im Nahen Osten eben in den letzten, nach dem Zweiten Weltkrieg, immer wieder erlebt haben. Ein Nationalstaat mit dem jagt dem anderen und folgt dem anderen. Und Religion natürlich, die Religion, ein entscheidender Faktor im Mittleren Osten und macht die Sache noch gefährlicher, noch explosiver irgendwann landet man in einer Diktatur und das erleben wir seit dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise seit nach dem Zweiten Weltkrieg verstärkt im Mittleren Osten. Es gibt keine einzige Demokratie im Nahen Osten, gibt es keinen einzigen demokratischen Staat im Nahen Osten. Das wird auch nicht gewünscht und da sehen wir die Rolle der USA und auch der EU, weil wenn es demokratische Staaten geben würde, dann könnte man sie nicht so leicht kontrollieren. Und da gibt es Öl, da gibt es Bodenschätze, an die man ran möchte, aber auch geografisch gesehen, geostrategisch gesehen, ein sehr, sehr wichtiger Ort. Das Herz der Welt, könnte man fast sagen, Europa, Asien, Afrika, die arabische Halbinsel etc. Und da wird keine Demokratie gewünscht. Und wenn man hergeht und sagt, oh, arabischer Frühling und so weiter, dann sieht man ja, wie ernst sie es nehmen. Wir brauchen uns nur Libyen anzuschauen, wir brauchen uns dann nur jetzt Syrien anzusehen. Und deshalb, aus diesem Grund, ist die Idee der demokratischen Selbstverwaltung, wie sie gegenwärtig zum Beispiel in Kobane oder auch in den beiden anderen Kantonen, Cezire und Afrin, verwirklicht wird, für mich als Menschen oder Deutschen mit türkischem Hintergrund ein Hoffnungsschimmer. Und der einzige Weg, wie man den Frieden, eine friedliche Entwicklung, eine demokratische Entwicklung erreichen kann. Und genau nach diesem Vorbild möchten die Kurdinnen und Kurden, das kurdische Volk im türkischen Teil, die demokratische Selbstverwaltung. Aber deshalb bekämpft Erdogan eben diese demokratischen Strukturen, die noch in den Kinderfüßen stecken, Schuhen stecken, in Nordsyrien, indem er vor den Augen der ganzen Welt seit Jahren den islamistischen Terror, den islamischen Staat mit Waffen und Logistik unterstützt, aber auch die Al-Nusra, die sogenannten Moderaten, Al-Qaida-Ableger. Und jüngst meinte er, er versteht die Welt nicht, was wollen die von Al-Nusra und Dar al-Sham, das sind doch ganz plausible und annehmbare Gruppen, die eben gegen Assad kämpfen. Und genau eben dieses demokratische Selbstverwaltung, dieses gesellschaftliche Konzept wollen die Kurdinnen und Kurden in der Türkei auch verwirklichen. Aber das steht natürlich im krassen Gegensatz zur Präsidialdiktatur von Erdogan. Und er hat Anfang des Jahres schon erklärt, in welche Richtung er will. Er meinte, das Präsidialsystem Hitler-Deutschland wäre doch wunderbar gewesen und viel effektiver als ein parlamentarisches System. Und da sehen wir, wo er hin will und wo die Kurdinnen hin wollen. Und da eben findet die Auseinandersetzung statt. Was geschieht da? Die
die türkische Armee und Polizei wollen um jeden Preis die Kontrolle wieder zurückhaben in diesen Städten, in Kurdistan. Und die Menschen verteidigen sich. Allerdings muss man auch zugeben, nicht mit Steinen, sondern mit Waffen, bewaffnet. Gegen Panzer, Artillerie, Kampfhubschrauber, Panzerwegen verteidigen sie sich. Und letztens fragt mich die junge Journalistin von der SZ, ja, wo haben sie die Waffen her? Und geht es nicht ohne Waffen? Sage ich, wenn es in Kobane gegangen wäre, wäre es da auch gegangen. Und woher sie die Waffen haben? Ich meine, nach den gewaltsamen Übergriffen, sexuellen Übergriffen, sexistischen Übergriffen in Köln, lesen wir aus den Zeitungen, dass sich die Deutschen bewaffnen. Tja, woher haben sie die Waffen? Ich meine, da ist eben ein Vertrauensverlust, sagen wir es mal so, in die Sicherheitsorgane des Landes, wo sie sich denken, wo sich die Menschen denken, die schützen uns nicht, also müssen wir uns selber beschützen, auch wenn es nur Pfeffersprays oder Gaspistolen sind, etc. Und wir sind da im Nahen Osten. Ich meine, die türkische Armee und Polizei ist nicht in Kurdistan und ich bezweifle, das genauso auch für den türkischen Teil, nicht dazu da, die Bevölkerung zu schützen. Nein, sie will die Bevölkerung an der Stange halten. Sie unterdrückt die Bevölkerung, dass es keine demokratische Entwicklung in Richtung Demokratisierung gibt. Ganz im Gegenteil, zurück in die Diktatur. Die Menschen verteidigen sich mit dem, was sie haben. Und es ist sie zahlen einen sehr hohen Preis, aber wir kennen das ja auch aus unserer Geschichte, München, Räterepublik. Da wurden auch mehrere hundert Menschen oder vielleicht einige tausend, mussten da einen hohen Blutpreis bezahlen für die Verteidigung der Räterepublik, für die demokratische Selbstverwaltung. Ich erinnere an die Pariser Kommune und überall in Europa gab es diese Auseinandersetzungen im Laufe ihrer Geschichte. Leider auch jetzt in Kurdistan. Es geht daran leider kein Weg vorbei. Ich wünsche mir, und da kann ich glaube ich für uns alle reden, nichts lieber als den Frieden. Aber wenn es heißt, dass dann die Diktatur vor der Tür steht und dann auch Menschen massakriert, umbringt, Kriegsverbrechen begeht, dann ist es legitim, sich selbst zu verteidigen. Und da sehen wir eben die Rolle der Bundesrepublik. Die Bundesrepublik hat schon 1993 der türkischen Regierung zuliebe, weil da haben die Geschäftsbeziehungen, wirtschaftlichen Beziehungen angefangen, sich zu vertiefen mit der Türkei, hat die Polenregierung ist hergegangen und hat die PKK verboten. Damit haben sie der türkischen Regierung einen riesigen Gefallen getan. Warum? Weil fast der ganze Waffenbestand der NVA, der wurde der türkischen Regierung, dem türkischen Staat frei Haus geliefert. Die Verschrottung wäre zu teuer gewesen und andererseits hat man somit auch die Türkei unterstützen können. Aber sie sollte es ja nicht gegen die eigene Bevölkerung verwenden, nur gegen den Terroristen. Und da musste die PKK verboten werden, als terroristische Organisation. Hinzu kam, Auslöser war natürlich auch, dass auf einmal kurdische Journalisten dokumentierten mit laufenden Bildern, dass eben mit NVA-Panzern einige hundert Kurdinnen und Kurden zu Tode geschliffen wurden durch Ortschaften, durch Dörfer zur Abschreckung der Bevölkerung. Die Bundesregierung hat das geleugnet, wochenlang, dass diese Panzer russische Panzer sind und keine NVA-Panzer, bis dann ein ehemaliger NVA-Offizier im deutschen Fernsehen dann erklärte, das sind unsere Panzer, da gibt es solche angeschweißten Haken und so weiter für den Transport, das sind unsere Panzer. So, und dann standen sie da. Sie haben Kriegsverbrechen geleugnet. Die wurden mit deutschen Waffen begangen, genau gegenwärtig auch. Mit Leopardpanzern werden diese Städte dem Erdboden gleichgemacht, mit G3-Gewehren, die hier
in Deutschland produziert werden und mit Scharfschützengewehren. Und diese deutsch-türkische Freundschaft, die geht ja auch bis zum Genozid der Armenier zurück. Da haben auch deutsche Militärexperten, Wirtschaftsexperten den Anstoß gegeben, wollt ihr ein Nationalstaat werden, müsst ihr die christlichen Minderheiten, allen voran die Armenier, Griechen, Assyrer loswerden, die Esiden müsst ihr loswerden, das ist alles protokolliert, dokumentarisch. Und die Jungtürken sind hergegangen und haben mit den Armeniern angefangen und dann mit den Assyrern weitergemacht und dann mit den Pontusgriechen und dann mit den Esiden, mit den Chaldeern und so weiter, um Anatolien und Kurdistan christenfrei zu machen, weil die Gefahr groß war, auch, dass sie sich mit dem damaligen zaristischen Russland verbünden im Ersten Weltkrieg. Und das Know-how hat damals das Deutsche Kaiserreich geliefert. Das ging weiter in den 30er Jahren, wo Giftgas geliefert wurde. Da gingen die Massaker dann los gegen die Kurden. Einige Hunderttausend waren das dann zum Schluss. Und eben in den 90er Jahren eben die besagten Bestände von der NVA, die dann in der Türkei gelandet sind. Und dann eben gegenwärtig weiterhin deutsche Waffen an den Kriegsverbrecher Erdogan und auch natürlich, damit er die Flüchtlingsströme verhindert. Die wird er nicht verhindern. Er schafft neue Flüchtlinge. Wie gesagt, Hunderttausende stehen da und die werden in den kommenden Monaten irgendwann hier in der EU bzw. bei uns landen. Er hat schon vorher gedroht bei internen Gesprächen mit Vertretern der Bundesregierung, aber auch in der EU. Er macht die Grenzen auf und lässt sie alle durch. Dann können Sie sehen, wohin Sie kommen. Und da sieht man auf einmal, wie verlogen eigentlich die Politik unserer Bundesregierung ist. Von wegen Menschenrechte, von wegen Werte, europäische Werte und so weiter. Das kann man sich doch alles gegenwärtig irgendwo in den Bücherschrank irgendwie hinstellen. Das glaubt doch gar keiner mehr. Weil wo bleiben die Menschenrechte? Ich könnte bis zu einem bestimmten Punkt verstehen, wenn man sagt, ja, wie gehen wir mit dieser ganzen Situation um, mit dieser Flüchtlingszahl? Das kann man ja verstehen. Aber dann denke ich, ja, warum wird dann ein Verbrecher wie Erdogan, ein Massenmörder, unterstützt in seinem Krieg gegen die eigene Bevölkerung, wenn er doch neue Flüchtlinge schafft? Warum wird nicht endlich anerkannt oder Druck ausgeübt auf Erdogan vom Westen, von der Bundesregierung, von der EU, von der USA, dass er endlich aufhört, die islamistischen Gruppen, allen voran die IS, in Syrien zu unterstützen, mit Waffen und Logistik? Warum werden weiterhin hunderte Islamisten, die in Syrien Menschenrechtsverbrechen begangen haben, in türkischen Gefängnissen, in türkischen Krankenhäusern behandelt? Und all das zusammengezählt zeigt, im Mittleren Osten ist die Entwicklung in Nordsyrien Richtung demokratische Autonomie, demokratische Selbstverwaltung. Sie wollen sich ja nicht loslösen von Syrien, sondern sie wollen ein Teil Syriens bleiben. Die Kurden in der Türkei wollen sich ja nicht von der Türkei loslösen. Sie wollen ein Teil als Teil der Türkei bleiben, aber sich demokratisch selbst verwalten. Und auch natürlich, auch die Türken sollen sich selbst verwalten, in Istanbul, wo auch immer. Und das passt in das Konzept des Neoliberalismus nicht. Wo kämen wir da denn hin, wenn zum Beispiel wie im Kanton Jezire in Nordsyrien, der Co-Vorsitzende ist ein Araber, die Co-Vorsitzende ist eine Kurdin. Da gibt es Erdöl und wo kämen wir hin, wenn dann auf einmal Shell, Aral etc. oder wie diese Firmen alle heißen, hergeht und es nicht mit einem Ölminister zu tun hat, sondern mit dem Kantonsrat. Und er muss die Verhandlungen mit ihnen machen. Und der Kanton dann vielleicht sagt, die Volksvertretung sagt, nö, wir fördern den selber, warum sollen wir mit euch das machen? Die kann man schlecht bestechen, um nur ein Beispiel zu geben. Und überhaupt eine entwickelte Demokratie kommt überhaupt nicht in Frage. Und ich kann mich zur Zeit, wo die Auseinandersetzung, die Verteidigung von Kobani war, daran erinnern, wie
im bayerischen Fernsehen ein Reporter, ein Journalist, bei der Live-Zuschaltung gemeint hat, ja, die wollen auch so skurrile Sachen wie Frauenbefreiung und so weiter. Und da denke ich mir, dieses orientalistische Denken, sollen die Kameltreiber doch froh sein, dass sie überhaupt was zu fressen haben, was kommen die jetzt mit Frauenbefreiung und so? Weil Dreh- und Angelpunkt von diesem Demokratisierungs- oder Friedenskonzept von Öcalan ist die Befreiung der Frau. Die Frauen sollen in allen Gremien, in allen gesellschaftlichen Bereichen mindestens 40% der Zusammensetzung bilden. Mindestens. Und erfreulich ist, dass auch im türkischen Teil, aber auch im syrischen Teil, in sehr vielen Gremien die Frauen manchmal 50, aber manchmal mehr Prozent haben in den Gremien. Und für den Mittleren Osten mag das was heißen, wo die Frau immer noch eben als gleich nach den Haustieren kommt, in der Hierarchie. Religiös begründet, kulturell begründet, wie auch immer, wo eine wirklich Männerherrschaft da ist, wenn wir an die Beschneidung der Frauen denken, etc. Oder auf die Zwangsverheiratung oder Ehrenmorde und so weiter. Wo die Frau in das Haus ihres Mannes kommt und da heißt es, erst mit ihrer Leiche darf wieder aus diesem Haus raus. Wo die Frau nichts ist. Und da gehen die Kurden her und sagen, nö, so kann es nicht sein. Die Frauen sind die Hälfte der Gesellschaft. Und wenn die Frauen sich nicht befreien, dann kann doch die Gesellschaft nicht frei sein. Dann gibt es auch keine demokratische Entwicklung. Das sehen wir doch auch hier. Ganz frei sind hier die Frauen auch nicht. Ich meine, wenn sie für dieselbe Arbeit immer noch nicht denselben Lohn bekommen, dann ist es keine Freiheit. Bis 1997 war Vergewaltigung in der Ehe wurde nicht geahndet. Erst nach 1997. Öcalan, die Arbeiterpartei Kurdistans, haben ja schon seit Anfang bzw. Ende der 80er Jahre in dieser Richtung ja politisch, ideologisch sehr viel Vorarbeit geleistet. Das muss man ihnen zugutehalten. Dass in allen Gesellschaftsbereichen, innerhalb der kurdischen Strukturen, die Frauen eben seit über einem Jahrzehnt die Möglichkeit haben des Vetos. Wenn ein Beschluss gefasst wird und wenn es den Frauen nicht passt, dann dürfen sie ein Veto einlegen. Damit ist der Beschluss weg vom Tisch. Und dass so viele Co-Bürgermeisterinnen in Kurdistan es gibt, auch im türkischen Teil, das passt der Regierung nicht. Das passt in ihre Weltanschauung nicht. Jeden Tag wird eine Frau von ihrem Mann, von ihrem Freund oder vom Vater oder vom Bruder getötet. Jeden Tag in der Türkei, jeden Tag. Und das ist ideologisch begründet. Wir haben auch hier die DİTİB-Moscheen zum Beispiel, die direkt ans Religionsamt in der Türkei gebunden sind. Das Religionsamt gibt seit ein paar Jahren immer wieder Fatwas aus, wo es heißt, Frauen dürfen in der Öffentlichkeit nicht lachen, Frauen müssen gezüchtet sein, also züchtig sein und sittsam und sie dürfen sich die Augenbrauen nicht zupfen, auch Körperbehaarung und so weiter. Sie müssen mindestens 3 Kinder gebären, sie gehören in den Haushalt und nicht auf die Straße. Und wenn du am Spätabends unterwegs bist und vergewaltigt wirst, heißt es vor Gericht dann, was hast du um die Uhrzeit auf der Straße gesucht? Eine Frauenfeindlichkeit, die die Gewalt gegen die Frauen permanent fördert. Das sind die Partner von unserer Bundesregierung. Das ist ideologisch und politisch begründet. Und Vergewaltiger gehen straflos aus vor den Gerichten in der Türkei. Die Frauen sollen weg von der Straße. Die Frauen haben nichts zu suchen im öffentlichen Leben. Das ist ihr angestecktes Ziel. Und dagegen tun, wo es dann Co-Bürgermeisterinnen gibt, die Hälfte des Stadtrats oder manchmal über die Hälfte von Frauen besetzt, überall selbstbewusste Frauen. Und deshalb zum Beispiel tauchen immer wieder Bilder auf, wie in der letzten Woche, wo Menschen, die in diesen belagerten Städten, Frauen, die getötet werden, nackt ausgezogen werden und durch die Straßen geschliffen werden. Und das findet sich dann in den sozialen Netzwerken, diese Fotos, diese Bilder,
wo man dann da zeigen möchte, das passiert mit euch. Um zur Abschreckung sozusagen. Das sind die Partner unserer Bundesregierung. Also das bringt mich auf die Palme. Ich möchte zusammenfassen, das, was gegenwärtig passiert, ist eben so, dass Erdogan den Waffenstillstand letztes Jahr nach den Wahlen, nach seiner Wahlschlappe, den Waffenstillstand zerbombt hat. Und es wird wohl weitergehen mit diesen Kriegsverbrechen. Die EU wird zuschauen und der Europäische Menschenrechtshof für Menschenrechte, der schaut zu. Alle Anträge werden wieder zurückgewiesen an das Verfassungsgericht in der Türkei, die natürlich in der Kontrolle der Regierung ist, von Erdogan ist. Das Morden wird weitergehen und wie gesagt, die Auswirkungen werden wir dann in den kommenden Monaten und in diesem Jahr noch hier erleben mit einer höheren Flüchtlingszahl, die zu uns kommt. Erdogan macht das Leben von Flüchtlingen aus Syrien, Irak, Afghanistan etc., die hätten eigentlich in der Türkei bleiben wollen, für unmöglich gemacht. Diese Flüchtlingscamps sind bessere Konzentrationslager, wo Frauenhandel betrieben wird vom Personal, wo das zum Teil Rekrutierungsbüros für Islamisten ist etc. Auf der Straße haben sie keinen Schutz, Flüchtlinge brauchen Schutz, sie haben sie nicht, Vergewaltigungen tausendfach, Prostitution, weil die Frauen nicht in diesen Lagern es mehr aushalten, die syrischen Frauen. Deshalb müssen sie auf die Straße, gehen sie auf die Straße, unter den Brücken, überall sind Menschen. Kinder betteln zu Tausenden in den Straßen der Türkei, syrische Kinder. Und weil sie nicht anders über die Runden kommen und die, die etwas zusammensparen konnten, wollen eben aus dieser zweiten Hölle weg und kommen hierher. Erdogan produziert Flüchtlinge am laufenden Band. Er ist eines der Grundursachen für das Problem, mit dem wir uns jetzt hier auseinandersetzen. Und solange er nicht weg ist, wird es auch so bleiben. Ich danke euch. Zum dritten Teil, zum angenehmeren Teil. Ich habe einige Lieder aus meinem Repertoire hier vor mir liegen und ich werde auch die Übersetzungen von den Liedern vortragen, damit ihr auch wisst, worum es geht. Also mir persönlich ist es immer, für mich ist das immer ganz doof, wenn ich da irgendwelche Lieder höre in anderen Sprachen. Englisch geht ja noch, aber bei den anderen, du weißt nicht, worum es geht, deshalb habe ich auch gleich die ganze Übersetzung mit dabei. Als erstes Lied, ein sehr, sehr altes Lied, einige Jahrhunderte alt, von einem Mystiker, Philosophen, einem kurdischen Mystiker, Philosophen und Dichter mit dem bürgerlichen Namen Mohammed, aber er hatte einen Beinamen, den ihm das Volk gegeben hat, die Menschen gegeben haben. Fakir Teheran heißt so viel übersetzt wie Schüler der Vögel. Er hat Vogelkunde zu der Zeit, also 1590 wurde er geboren, gestorben ist er 1660. Er hat Vogelkunde betrieben, hat sich sehr mit der Natur, war sehr verbunden mit der Natur und auch, hat auch sehr viel Anregung aus der Natur geholt als Dichter, Mystiker und hat es dann auch in seiner Philosophie, ein Sufist natürlich auch. Und in diesem Lied vergleicht er, Kurdistan wird ja als auch Gulistan, also Land der Rosen bezeichnet. Und Kurdistan ist nicht männlich, sondern weiblich. Und in diesem Lied, im Text, der Gedicht stammt von ihm, heißt es, O junge Frau, du bist der Frühling im Winter, du bist das Land der Rosen. Du bist meine Sorge und meine Hoffnung, mein Leiden und meine Medizin. Klage nicht, du Schönheit, ich bin es doch, der alt, grau und vergänglich ist. O junge Frau, du weißt doch, die Berge und Täler Blumen bedeckt. Im Winter meines Lebens die Nachtigall nach mir frägt. Klage nicht, du Schönheit, Fakir Teheran,
ist der, der vergänglich ist. Du bist das ewige Leben. Mm-hmm.